Der kleine Label C hat einen Reopen gemacht und sucht nach Push und Basics. Willkommen zu der 23. Ausgabe der Crossroads. Es haben sich bereits 20 Clans angemeldet für den Crosscup vor 2. Falls ihr auch teilnehmen wollt, könnt ihr euch gerne bis Mittwoch anmelden. Der Link ist oben in der Videobeschreibung. Der Clan Label C hat einen Reopen gemacht und sucht nach Push und Basics. Der Clan Circuit 6 wurde von Pharox deleted. Jedoch laden die Leader wieder alle alten Member ein. Der Clan Geki ist nun pausiert. Der Clan Society sucht nach Basics. Zudem gibt es einen neuen Clan namens Concept und sucht nach aktive Member. Bewerben kann man sich auf dem Elite-Test. Der Clan Yume entschuldigt sich bei allen Clans, gegen die sie Regeln gebrochen haben. Zudem hat Yume eine Bewerbungsseite offen. Bewerben kann man sich auf dem Discord. Der Clan Quickly Course hat nun einen Zweiclan aufgemacht. Bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Der Clan Strong wird sich sehr wahrscheinlich am 23. Juli reopen. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Zudem kommt am Mittwoch eine neue Folge der Top 3 Course CW Clips online. Ihr könnt aber immer noch Clips einsenden. Jedoch werden diese Clips eventuell nicht mehr in der nächsten Folge drin sein. Aber sehr wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Falls euer Clip gut genug ist. Der Link zum Einsenden ist ganz oben in der Videobeschreibung. Kommen wir auch schon zu der Top 10. Auf Platz 1 befindet sich momentan Tekuzio, dahinter befindet sich der Clan Sneak, auf Platz 3 befindet sich Shugeki und auf dem 4. Platz CKD. Auf dem 5. Platz befindet sich Team Magic und hinter Magic befindet sich TQE. Auf dem 7. Platz befindet sich G4, auf dem 8. Platz befindet sich der Clan Elite, auf dem 9. Platz der Clan KB und auf dem 10. Platz der Clan Saint. Das war's auch schon mit den Cross News. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschalten würdet.